Hallo zusammen, ich möchte euch mit diesem Video erklären, wie ihr eure Lösungen mit dem Smartphone bei Teams hochladen könnt. Zuallererst müsst ihr eure Lösungen fotografieren. Danach öffnet ihr die App Teams, klickt unten auf den Reiter Aufgaben, klickt dann auf euren Kurs, bei mir ist es der Testkurs, auf Weiter. Dann klickt ihr auf eure zugewiesene Aufgabe. Und es öffnet sich auch die Aufgabe. Jetzt müsst ihr hier unten auf Arbeit hinzufügen klicken. Und dann auch weiter unten auf von diesem Gerät hochladen klicken. So, hier müsst ihr euren Bilderordner auswählen. Das könnt ihr ja hier oben ganz schnell machen. Sobald ihr eure Bilder gefunden habt, könnt ihr eure fotografierten Bilder auswählen. Ich habe drei verschiedene Dateien hier, wie ihr sehen könnt. Mathe 3, Mathe 2 und Mathe 1. So, ich beginne mal mit Mathe 3 das hochzuladen. Dazu müsst ihr einfach auf die Datei klicken und diese Datei wird dann hochgeladen. Dann macht ihr das gleiche nochmal, von diesem Gerät hochladen, Mathe 2. Dann nochmals für die letzte Datei, die ich hier habe, Arbeit hinzufügen, von diesem Gerät hochladen, Mathe 1. So, jetzt sind alle drei Dateien hochgeladen. Die Lösungen sind da. Jetzt müsst ihr nur noch oben rechts auf Abgeben klicken. Zack. Und schon sind die Lösungen beim Fachlehrer. Der kann die jetzt kontrollieren und euch zurückschicken danach. Ihr seid somit fertig. Viel Spaß damit!